Im Guggenheim Museum in New York findet eine Sensation statt. Zum ersten Mal sind dort die Werke der schwedischen Künstlerin Hilma af Klint zu sehen. Bilder gemalt vor rund einem Jahrhundert in einem wahren Schaffensrausch. Botschaften wie aus einer anderen Welt, die uns staunen und rätseln lassen. Wer ist diese geniale Malerin, die schon Jahre vor Malevich und Kandinsky riesige abstrakte Bilder schuf, die in ihrer Heimat Schweden kaum jemand kennt und die in einem unscheinbaren Familiengrab beerdigt liegt? Hilma af Klint hat geahnt, dass ihre Zeit erst kommen würde. Denn sie hat bestimmt, dass ihr Werk frühestens 20 Jahre nach ihrem Tod öffentlich gezeigt werden dürfe. Heute, 74 Jahre nach ihrem Tod, hat sie in New York, im Guggenheim, in dem Museum für abstrakte Kunst, ihre erste Einzelausstellung. Damit ist ihr die weltweite Anerkennung als Pionierin der Abstraktion gewiss. Den Weg dorthin hat ihr Johann af Klint, ihr Großneffe, bereitet. 1968 entrollt er erstmals die Leinwände. They have been staying in a climate. Sie lagerten auf einem Dachboden in Stockholm bei minus 15 Grad im Winter und plus 40 Grad im Sommer. Mein Vater und ich rollten sie aus. Sie existierten noch. Es war ein Wunder. Die Bilder existierten noch. Wir betrachteten ein Bild nach dem anderen, die schönsten Formen und Farben. Wir verstanden die Bilder nicht, aber wir begriffen, hier war etwas. Ebenso fasziniert von Hilma af Klint ist eine Kunstkritikerin der FAZ, als sie 2008 auf die Bilder stößt. Sie findet kaum Material über die unbekannte schwedische Malerin. Doch es heißt, es gebe handschriftliche Notizen. Um sie im Original lesen zu können, lernt Julia Voss Schwedisch und gibt ihren Job bei der Zeitung auf. Sie möchte Zeit dafür haben, die Biografie dieser außergewöhnlichen Frau zu schreiben. Es gehört ein wahnsinniger Mut dazu, sich zu trauen, zu sagen, ich mache nicht nur alles ganz anders, sondern ich mache es auch auf 3,40 Meter. Also dieser Mut von ihr oder diese Klarheit, für sie ist es, glaube ich, eine große Klarheit. Diese Klarheit zu sagen, ich muss das tun, was ich tue und ich kann keine Rücksicht auf eure Vorurteile nehmen. Das ist das Beeindruckende. Hilma af Klint studiert 1882 als eine der ersten Frauen an der Königlichen Kunstakademie in Stockholm Malerei. Ihr Talent wird erkannt und gefördert. Sie bekommt eines der begehrten Ateliers im Herzen der Stadt, dort, wo sich die Kunstszene trifft. Ihre fein gezeichneten Porträts und Blumenbilder sind gefragt. Hilma af Klint ist eine gute Beobachterin. Ihre Sujets entsprechen dem, was man von einer jungen Frau aus adeligem Haus erwartet. Schöpferische Freiheit ist um die Jahrhundertwende allein den Männern vorbehalten. Bei Frauen heißt es, beeinträchtige zu viel Kreativität die Gebärfähigkeit. Es gibt auf der einen Seite die Akademie, die in Schweden offener ist als im Rest, dem größeren Rest von Europa. Das heißt, Frauen dürfen studieren. Sie dürfen an die Akademie, sie dürfen malen lernen, aber eigentlich ist die Vorstellung, sie lernen dort als Frau Stillleben und Porträts und Landschaften zu malen. Also sie sollen sozusagen die kleinen Formate machen, sie sollen Menschen beschreiben, Tiere beschreiben, Landschaften beschreiben, aber niemand rechnet damit, dass sie irgendwas Herausragendes machen. Das heißt, sie bekommen auch keine großen öffentlichen Aufträge. Geschickt navigiert Hilma af Klint zwischen alter und neuer Welt. Ihr Vater, ein Marineoffizier, freut sich am wachen Verstand der Tochter und bildet sie in Naturwissenschaften aus. Auch der Großvater, ein berühmter Kartograf, ist ihr ein Vorbild. Mit seinen Seekarten machte er sichtbar, was den Augen der Schiffsbesatzungen verborgen blieb. This is the Swedish Sea Atlas.
Das ist der schwedische Seeatlas von meinem Ururgroßvater Gustav af Klint. Er war Admiral und lebte von 1779 bis 1840. Er zeichnete die Karte von ganz Skandinavien. Stockholm ist hier und das ist der Westen von Stockholm. Das hier ist die Insel Adelsö, wo sich unsere Familienlandgüter Kofta und Hamura befanden. Auf Adelsö verbringt Hilma ihre Kindheitssommer, stets begleitet von einem Skizzenbuch. Es ist eine romantische Insel, die schon die Wikinger für sich entdeckten. Noch heute scheinen die Runen wie der Zugang zu einer anderen Welt. Und Hilma hat Sinn für andere Welten. Sie erfasst Lichtstimmungen genauso intuitiv wie die Schwingungen und Energien der Menschen in ihrer Umgebung. There was a neighbor, a farmer. Es gab da einen Nachbarn, einen Bauern, der ihr Eier für die Farben gab. Sie hatte den höchsten Verbrauch an Eiern auf der Insel, weil sie Temperafarben daraus machte. Nun ja, eines Tages wurde er krank und drohte zu sterben. Sie ging zu ihm und es heißt, sie habe ihn durch Handauflegen geheilt. Ihre kranke jüngere Schwester dagegen kann sie nicht retten. Ein schwerer Verlust für Hilma. Um mit dem Geist der Verstorbenen in Kontakt zu treten, nimmt sie an spiritistischen Sitzungen teil. Hilma ist 17 und überzeugt davon, dass jenseits des Sichtbaren noch etwas existiert. Sie ist nicht die Einzige, die so denkt, denn am Ende des 19. Jahrhunderts überstürzen sich die Erfindungen im Bereich des Unsichtbaren. Telefonkabel transportieren ferne Stimmen, elektromagnetische Wellen erzeugen Licht, es gibt Radiowellen und Röntgenstrahlen. Und es gab diesen Enthusiasmus, diese Vorstellung, dass sozusagen heute die Röntgenstrahlen, morgen können wir ins Jenseits gucken. Und darum gab es unter relativ vielen Künstlern die Bewegung zu versuchen, auch sich dem Unsichtbaren zu widmen und zu sagen, wir sind Künstler, wir haben ein anderes sinnliches Instrumentarium, wir können auch in Domänen vordringen, in die andere Menschen eigentlich nicht hineinreichen. Das klingt auf der einen Seite erstmal relativ entrückt und entfernt. Aber es ist ja tatsächlich so, dass es bis heute Leute gibt, die zum Beispiel Ultraschall wahrnehmen können. Also diese Vorstellung, dass es tatsächlich Leute gibt, die eine größere Empfindlichkeit haben für Ströme, die andere nicht wahrnehmen, finde ich nicht so absurd. Überall formieren sich spirituelle Bewegungen. Mit ihren Freundinnen gründet Hilma einen eigenen Bund. Sie nennen sich die Fünf und zeichnen mit dem Kija-Board. Automatisches Malen ohne Bewusstsein, nur von Geistern gelenkt, um Zugang zu höheren Sphären zu erlangen. Die Fünf trafen sich praktisch jede Woche. Sie fingen mit einem Gebet und einer Meditation an. Es gab eine kleine Predigt und dann studierten sie einen Text aus dem Neuen Testament. Danach beendeten sie ihre Zusammenkunft mit einer Seance, bei der sie versuchten, Nachrichten aus dem Jenseits zu empfangen. Zunehmend schlüpft Hilma in die Rolle eines Mediums. Ihre Kunst stellt sie nun ganz in den Dienst höherer Wesen, die ihr die Hand führen und Botschaften aus dem geistigen Universum diktieren. Das automatische Malen ist tatsächlich eine... Ja, Mode klingt immer so abfällig, weil Mode klingt immer irgendwie sowas, als würde man was machen, obwohl man sich dafür nicht interessiert. Ja, es klingt so nach Herdentrieb. Aber ich würde das wirklich sehr ernst nehmen als eine neue Bewegung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In Schweden ist es besonders interessant. Schweden hat eine sehr autoritäre Staatskirche, die eigentlich keine Abweichungen zulassen. Und die Vorstellung, dass sich Leute ohne einen Pfarrer treffen, zusammenfinden und Kontakt aufnehmen zu den höheren Welten, ist etwas, was für die protestantische Kirche in Schweden undenkbar war. Immer mehr Gläubige lösen sich vom Dogma der Kirche. Sie suchen nach dem einen wahren Kern aller Religionen. Besonders erfolgreich tun dies die Theosophen, eine Bewegung, die auch Hilma inspiriert. In Dornach in der Schweiz wird die rare Erstausgabe eines theosophischen Kultbuches verwahrt.
Das ist hier jetzt die englische Originalausgabe, 1901 erschienen. Das Buch hat den Titel Thought Forms, Gedankenformen. Und dieses Buch war damals in Künstlerkreisen außerordentlich beliebt. Und Autoren sind eben Annie Besant und Charles Leadbeater. Da sieht man verschiedene Varianten von Liebe und Liebe, die ausufern kann, die einengen kann, die ausstrahlen kann. Und hier haben wir eben die Gedankenform des Lampenfiebers. Hier auf dem kleinen Bild haben wir ja zwei konzentrische Kreise. Und das ist eine Form, die man auch häufig findet auf Bildern von Hilma af Klint. Die Kuratorin der Ausstellung, Tracy Bashkoff, ist vertraut mit dem Kanon abstrakt-spiritueller Kunst und weiß um die Besonderheit Hilma af Klint. Ich mag es, dass bei ihr beides zusammenkommt, Verstand und Intuition. Diese Schnittstelle, wo sich Wissenschaft und Spiritualität berühren. Die Vorstellung, dass sich diese Dinge widersprechen, fühlt sich in ihrer Arbeit nicht wahr an. Es ist vielmehr, als gehörten sie zusammen. In ihren Notizbüchern protokolliert Hilma af Klint genau, was ihr die Lichtwesen diktieren. Sie kennt sie sogar namentlich. Ananda war der erste Geist, der zu den Fünfen sprach und der ihnen sagte, dass Bilder für einen künftigen Tempel geschaffen werden sollen. Das war bereits 1904. Zunächst sollte aber eine Periode der Reinigung erfolgen. Für Hilma war dies eine Zeit der körperlichen Krise. Sie war völlig am Ende. Aber dann fing sie sich wieder und erfand sich neu. Wie im Rausch beginnt sie 1906, ihre Tempelbilder zu malen. Die Bilder hat sie fix und fertig im Kopf, ganze Serien davon. Sie müssen nur noch auf die Leinwand gebracht werden. Leuchtende Farben. Riesige Leinwände. Eine Serie erinnert an ein buntes Spielzimmer. Sie nennt sie die 10 Größten. Darin reduziert sie den Lauf des Lebens von der Geburt bis zum Tod auf wenige Formen und Symbole. Für die damalige Zeit revolutionär, als hätte sie die Pop-Art vorweggenommen. Das Besondere, wenn man vor diesen Bildern steht, ist natürlich, dass man den Malprozess sehen kann. Und wir haben auf der einen Seite, sieht man die Hast und die Eile. Also hier tropft es und spritzt es und es ist in einer Explosion gemacht worden. Und auf der anderen Seite sieht man natürlich auch, so große Bilder müssen geplant werden bei der Schaffung. Und man sieht hier diese Notizen, zum Beispiel hier steht Gül, also schwedisch gelb, oder hier steht Kroplack. Also eine bestimmte Farbe, die angewendet werden soll. Und das heißt, diese Sachen sind vorgemalt und werden dann mit Farbe gefüllt. Möglich ist auch sogar, dass sie Assistenten hatte dabei, also dass Freundinnen ihr geholfen haben. Aber man sieht auf der einen Seite eben diese zwei Elemente, die große Eile und den großen Sturm dieser Malerei. Und auf der anderen Seite auch, wie genau die geplant worden sind. Die Altarbilder sind die drei Arbeiten, die sie als Abschluss der Tempelbilder geplant hatte. Man sieht darin dieses Dreieck in zwei der Arbeiten. Eins zeigt nach oben, das andere nach unten. Und sie sind unterteilt in Schichten. Es gibt Kunsthistoriker, die denken, diese Schichten könnten verschiedene Ebenen der Reinkarnation darstellen oder des Karmas oder Reisen durch die Zeit oder durch das Leben. Through time and through life experience. Nur ihren engsten Vertrauten zeigt Hilma af Klint die Bilder. Gerne würde sie die Gemälde auch ihrem Mentor zeigen, dem berühmten Theosophen Rudolf Steiner. Sie kennt ihn von Vorträgen. Als Steiner 1908 in Schweden ist, bittet sie ihn vorbeizukommen und die Bilder zu deuten. Stockholm, genau. Die zwei Briefe. Dr. Rudolf Steiner, Ausrufezeichen. My teacher has sent you in my way and I think it is for helping me understand the work. Weißt du etwas über diesen Titel?
Ja, sie hat ja mehrere geistige Führer gehabt, die auch alle Namen hatten. Und durch die ist sie sozusagen, hat sie Botschaften aus der geistigen Welt erhalten. Und, aber es waren nicht irdische Lehrer, es waren rein geistige. Ja. Ja, dann gibt es ja diesen Antwortbrief von Steiner, der ziemlich deutlich ist. Wir haben den ja nur in Kopie. Das ist bei den Briefen von Rudolf Steiner. Und der ist... Wo ist das? Aber er hat doch ziemlich rasch geantwortet. Das ist ja der... der zweite. Aus Christiania. Und dann, da sagt er aber dann, wenn du einen Führer hast, dann braucht's mich nicht. Mhm. But above all, there is no task for me in your affairs. It is not evident what I should do in your case, as it must be supposed that you have full confidence in your teacher. Die hat also, sie schreibt ihm von ihren geistigen Lehrern und dann sagt er, was braucht's mich? Arrangiere dich. Mhm. As long as you have it, the confidence, you surely don't need me, unterstrichen. Ich empfinde irgendwie etwas düpiert. So. Und Steiners, seine Lehrtätigkeit bestand ja darin, die Leute in höhere Erkenntnisse zu führen. Ne? Sein Hauptwerk heißt dann, wie erlangt man Erkenntnisse höherer Welten? Und nicht, wie komme ich sozusagen mit dem Fahrstuhl möglichst schnell in höhere Sphären? Ne? Von 1921 an reist Hilmar Jahr für Jahr ins schweizerische Dornach und bleibt monatelang. Ihr Mentor Rudolf Steiner baut dort ein neues Zentrum auf. Statt Theosoph ist er jetzt Anthroposoph. Eine Bewegung, die man noch heute durch die Waldorfschulen kennt. Es waren sehr viele sehr interessante Persönlichkeiten hier. Und der Höhepunkt war natürlich immer, wenn Steiner Vorträge gehalten hat. Alles konzentrierte sich auf den Abendvortrag von Rudolf Steiner. Und dazwischen hat man eben künstlerisch gearbeitet oder eben miteinander gesprochen und diskutiert. Sie traf Steiner dreimal persönlich in Dornach. Einmal, als das erste Goetheanum abgebrannt war, 1923. Sie ging zu ihm hin und sagte, sieh mal, ich weiß, dass du das Goetheanum wieder aufbauen willst. Lass uns zusammenarbeiten. Du baust das Gebäude und ich habe die Bilder dafür. Das zweite Goetheanum, Herzstück des Steiner-Imperiums, wird ein futuristischer Bau aus Beton ohne rechten Winkel. Ein Raum für übersinnliche Erfahrungen. Das zweite Goetheanum ist fertiggestellt worden 1928. In dieser Zeit, 1928 bis 30, ist auch Hilmar Afklint verschiedentlich in Dornach gewesen und ist natürlich auch in diesem Saal gesessen und hat gestaunt. Aber sie hat auch was vermisst, nämlich die Deckenmalerei. Die Deckenmalerei, die man jetzt hier sieht, ist erst in den 90er Jahren angebracht worden, nach Motiven von Rudolf Steiner, die also die ganze Weltentwicklung zeigen. Und ich habe das Gefühl, wenn Hilmar Afklint dort saß, dann hatte sie eine Sehnsucht danach, dass man diese Decke auch bemalen müsste, in ähnlicher Weise, vielleicht wie im ersten Goetheanum, aber eben mit ihren Möglichkeiten. Durch die Zurückweisung Steiners verändert sich ihr mediumnistischer Malstil. Sie versucht, ihre Eingebungen nun stärker zu filtern und zu deuten. Es ist sehr interessant, darüber nachzudenken, warum sie in Serien malte und wie sie die konzipierte. Oft sieht man zwei Bilder, die sich ähneln. Wenn man die Bilder zusammen anguckt, weil es zwei sind, die sich unterscheiden, aber trotzdem ähneln, dann fängt man an, über die Veränderung dazwischen nachzudenken. Man lässt sich darauf ein, mit ihr durch die Bilder zu reisen und sehr genau hinzugucken, warum eins nach dem anderen kommt. Sogar wenn sie sich nicht ähneln, möchte man wissen, warum sich eins ins andere verwandelt und ins nächste und nächste.
Für Hilma hatte alles Geist, hatte alles Seele, sogar die Materie. Even the material. So, when she made some of these paintings, wenn sie solche Bilder machte, zeichnete sie außerdem kleine Diagramme, auf denen man sieht, auf welchem Energielevel oder auf welchem Level die Seele des Vogels oder der Pflanze zu dem Zeitpunkt war. In der Saatkorn-Serie spiegeln die verschiedenen Farben, welches Energielevel Hilma in welchem Getreidekorn spürt. Alles Erkenntnisse, die sie gern mit anderen teilen würde. Erkenntnisse, die in die Welt hinaus sollen. Deshalb lässt Hilma die Idee eines Tempels keine Ruhe. Vielleicht muss sie doch ihren eigenen Tempel bauen? In den Notizbüchern finden sich Skizzen zu einem runden, scheibenförmigen Bau. Sie hat auch schon eine Idee, wo der Tempel gebaut werden könnte. In 1931 zog sie nach Helsingborg und später nach Lund, weil das Wetter dort während des Winters für sie angenehmer war. Dann sah sie die kleine Insel Van draußen im Wasser. Der Astronom Tycho Brahe hatte dort einst sein Sternenobservatorium errichtet. Hilma wünschte sich, dass später ein Tempel auf dieser Insel gebaut werden solle. Sie wollte bestimmt eine eigene spirituelle Bewegung gründen. Und die Vorstellung war auch, dass im Zentrum dieser spirituellen Bewegung ihre Bilder stehen würden, die eben auch architektonisch auf eine Weise präsentiert werden, dass sie zugänglich sind. Aber es hätte dazu auch gegeben Bibliotheken, in denen man sich weiterbilden kann. Es hätte ein Observatorium gegeben, in dem man ja, den Himmel erforschen kann. Insofern keine Religion, kein Dogma, keine Pflicht und keine Vorschriften, aber absolut eine Hilfe vielleicht für Menschen, sich auf einen eigenen spirituellen Weg zu begeben. Hilma af Klint träumt von einem Tempel in Schneckenform. Eine Form, die sich von Anfang an durch ihr Werk zieht. Die Schnecke ist ein fantastisches Tier. Die Schnecke ist auf der einen Seite ein sehr schlichter oder einfacher Organismus. Aber was Hilma af Klint an den Schnecken fasziniert hat, ist, dass Schnecken Hermaphroditen sind. Das heißt, Schnecken haben das männliche und das weibliche Geschlecht in einem Körper. Und diese Vorstellung, dass das männliche und das weibliche Prinzip zusammenkommen, das ist durchlaufend bei ihr. Und die Schnecke personifiziert das und die Spirale personifiziert das auch, das Überwinden der Gegensätze. Der Tempel auf der Insel Venn bleibt ein Gedankenspiel. Doch kurz vor ihrem Tod im Jahr 1944 ersteht die Idee auf einer anderen Insel wieder auf. Eine Seelenverwandte, die 28 Jahre jüngere Künstlerin Hilla von Rebay, ebenfalls Anthroposophin, brennt für den Bau eines schneckenförmigen Kunsttempels. Ob sie Hilma kannte, wissen wir nicht. Jedenfalls gelingt es ihr, einen der reichsten Männer New Yorks davon zu überzeugen, ein Museum für abstrakte Kunst zu bauen, Solomon R. Guggenheim. Das Museum in Spiralform wird zum Wahrzeichen der frühen Moderne. Im Buddhismus geht man durch eine Spirale immer mit der rechten Schulter zum Zentrum gewandt. Man geht im Uhrzeigersinn durch die Spirale. Wenn man im Guggenheim von unten nach oben geht, ist es gegen den Uhrzeigersinn. Aber wenn man runtergeht, bewegt sich die rechte Schulter zum Zentrum hin. Nun endlich, gut 100 Jahre nachdem sie wie im Rausch ihr Hauptwerk erschaffen hat, kann Hilma af Klint mit ihren Bildern Einzug in den erträumten Tempel halten. Ein Ankommen in doppelter Hinsicht, als Malerin und als Medium. Der Auftrag der Lichtwesen ist damit erfüllt. Und wer weiß, vielleicht werden auch noch die Botschaften eines Tages entschlüsselt.